Oh shit. Da baue ich mein Präzisionsgewehr. Gehe in Deckung. Alles klar. Da ist er. Sauber. Das war's, glaube ich. Was? Oh oh. Sauber. Noch einer. Wow. Komm, auf, zeig dich. Bin direkt hinter ihm. Boah. Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Was gibt's da hinten? Scheiße. Auf der rechten Seite. Ich brauche eine andere Waffe. Sehr schön. So.
ein paar Magazine einsammeln. Ah, gibt's hier nicht mehr. Okay. Dann auf zur Kontrollstation. Umweltstation oder wie es heißt. Wow. Die Pistole haut ganz schön rein, muss ich sagen. Medizin-Kit. Ja, sehr schön. Wir sind in der Nähe der Umweltsteuerung. Wir bringen das Heilmittel rein und schalten die Ventilatoren ein. Ja, das ist ja die Aufgabe. Gehen Sie zu den Umweltkontrollsystemen und setzen Sie das solchen Heilmittel in der Luftversorgung frei. Alles klar. Sie nicht herkommen! Wir Maschinen abgeschaltet! Ventilatoren kaputt! Alle ersticken und tot! Dann machen Kollektoren uns stark! Hä? Jetzt reicht's mir. Kollektoren wollen Seuche. Sie arbeiten für Doktor. Maschinen anschalten. Heilmittel in Luft bringen. Wir sie vorher töten. Ja. Feinde vor uns. Okay. Okay. Gehen wir mal hier links entlang, mal gucken, was wir da finden. Na, nix. Okay, erstmal Munition. So. Energie hochfahren. Das Heilmittel ist drin. Sobald die Ventilatoren laufen, haben wir es geschafft. Ich hab sie! Ich habe die Kontrollen der Ventilatoren lokalisiert. Es gibt zwei. Eine auf jeder Seite des Raums, in dem sie sich gerade befinden. Ich bin direkt hinter ihnen. Ah ja, okay.
Los geht's. Super. Organa nähert sich. Dann nehme ich eine andere Waffe. Los geht's. Schild ist unten. Okay. Treffe! Ach, kommt rasch näher! Sauber. Beide Ventilatoren laufen. Das war's dann wohl. Gute Idee. Ja. Umweltsysteme aktiviert, Virusdichte in der Luft sinkt, Patienten erholen sich, die Watcher ziehen sich zurück. Gut gemacht, Shepard. Danke. Professor, wie können Sie diesen Monstern danken? Sie haben die Batarianer kaltblütig ausgeschaltet. Ich habe mein Leben riskiert, um Sie zu retten. Sie und diesen ganzen verdammten Bezirk. Und jetzt verurteilen Sie mich? Shepard hat recht. Batarianer haben Sie gefoltert, hätten Sie umgebracht. Es war rechtens, Sie zu töten. Professor, wie können Sie so etwas sagen? Sie sind Arzt. Ihr ganzes Streben besteht darin, Leuten zu helfen. Es gibt viele Arten, Leuten zu helfen. Manchmal heilt man Patienten, manchmal tötet man gefährliche Individuen. Beides hilft. Sehen Sie nach den Patienten. Es gibt viel Arbeit. Und denken Sie über meine Worte nach. Was für ein... Der Junge, etwas naiv. Er wird es lernen. Ich übergebe ihm die Klinik. Er müsste das schaffen, jetzt, wo die Watcher weg sind. Ich habe meinen Teil der Vereinbarung eingehalten, Professor. Nun sind Sie an der Reihe. Ja, es ist unerwartet, mit Cerberus zusammenzuarbeiten. Viele Überraschungen. Muss nur noch die Arbeit in Klinik abschließen. Wird nicht lange dauern. Treffen uns bei Ihrem Schiff. Freue mich darauf. Wir brechen auf. Wir sehen uns auf der Normandie. Okay. Dr. Morten Solus für das Team rekrutiert. Analyse des Heimmittels für die Omega-Seuche bestätigt. Genie von Dr. Solus. Falls nicht, ich kann seine Arbeit auf Omega auch als Druckmittel gegen Aria benutzen. Carnifex, okay. Okay. Medikill-Kapazität. Cerberus Finanzierung, Credits gefunden, 50.000 insgesamt verdient. Element Zero gefunden. Willkommen auf der Normandie, Professor. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, sehr aufregend. Cerberus arbeitet mit Aliens zusammen. Unerwartet. Erweitert der Unbekannte etwa sein Spektrum?
Weg vom menschzentrischen Weltbild. Sie sind sehr gut informiert. Regierung der Salarianer unterhält viele Beziehungen. Experten für Spionage. Hatte früher selbst Geheimhaltungsfreigabe für höchste Stufe. Bin jetzt im Ruhestand. Höre immer noch das eine oder andere. Kenne nur den Namen, weiß nicht, wer sich dahinter verbirgt. Hat den Ruf, gegen Aliens zu sein. Problematisch. Die Kollektoren haben Kolonisten aus den Außenbereichen der Terminus-Systeme entführt. Es gab keine Notsignale und keine Anzeichen eines Angriffs. Es gibt praktisch keine Beweise dafür, dass überhaupt etwas Ungewöhnliches passiert ist. Außer, dass sämtliche Männer, Frauen und Kinder verschwunden sind. Vielleicht Gas? Nein, verbreitet sich zu langsam. Virus mit Übertragung durch Luft? Nein, noch langsamer als Gas. Verseuchte Wasserversorgung? Nein, Effekt nicht überall simultan. Interessant. Faszinierend. Keine Notsignale. Keine Anzeichen von Widerstand. Neue Technologie. Wunderbar hochentwickelt. Aber was? Das hier ist kein Spiel. Wir haben Tausende von Leuten verloren. Gott allein weiß, was die Kollektoren ihnen antun. Ganz ruhig, Commander. Dr. Solis ist ein Problemlöser. So durchdenkt er die Sachlage. Wir haben Beweise von einer der verschwundenen Kolonien gesammelt, Professor. Sie sollen sie analysieren und herausfinden, was geschehen ist. Ja, natürlich. Proben analysieren. Werde dazu ein Labor brauchen. Auf dem Kampfdeck befindet sich ein vollständig eingerichtetes Labor, Professor Solis. Wenn etwas fehlt, füllen Sie bitte ein Anforderungsformular aus. Wer spricht da? Pilot? Nein. Synthetische Stimme. Emotionaler Tonfall simuliert. Könnte es? Nein. Vielleicht. Muss fragen. Ist es eine VI? Dieses Schiff verfügt über eine virtuelle Intelligenz. Eine VI an Bord? Nichtmenschliche Crewmitglieder? Cerberus muss verzweifelter sein, als ich dachte. Die Kollektoren haben Zehntausende von Kolonisten entführt. Wir tun alles, was nötig ist, um sie zu finden und die Sache zu beenden. Ja, natürlich. Können nicht riskieren, wie die Kolonisten gefangen zu werden. Müssen Technologie identifizieren und neutralisieren. Brauche Proben. Wo geht's zum Labor? Folgen Sie mir, Professor. Okay. Endlich können wir ins Tech-Labor. Ich werde aber mal an der Stelle hier mal einen Schluss machen und würde sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Part. Also bis dann. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Gibt es medizinische Bedenken bezüglich des Teams, von denen ich wissen sollte? Personal von Cerberus in bester Verfassung. Keine Bedenken bezüglich Team. Irgendwas ist immer, aber nichts davon beeinflusst unmittelbar die Mission. Sind Sie mit dem Labor zufrieden? Durchaus zufriedenstellend. Hab ein paar Abhörwanzen gefunden. Die meisten zerstört. Die teure Miranda zurückgebracht. Nichts Unerwartetes. Brauche einfach mehr Proben. Mehr Daten über Kollektoren. Gewebeproben. Was Sie kriegen können, kann ich brauchen. Finden Sie neue Tech. Irgendwelche Vorschläge, wie wir uns noch auf die Kollektoren vorbereiten könnten? Vorschläge, sicher. Teuer, aber möglicherweise lohnend. Kann sie Ihnen zeigen. Sagen Sie Bescheid, wenn Upgrades erschwinglich sind. Kann sie installieren, wann immer Sie wollen. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Natürlich. Seuche auf Omega eingedämmt. Viel Zeit, um Informationen über die Kollektoren zu analysieren.
Beeindruckende Laboreinrichtung. Aber es vermisst für finanzstarke Organisationen zu arbeiten. KI ist besonders hilfreich. Die beste Einrichtung seit meiner Arbeit bei der Special Task Group. Wie kommt Ihr Assistent Daniel zurecht? Ziemlich gut. Alles ist sicher. Die Seuche ist weg, die Gegend wieder ruhig. Hab ihm für alle Fälle die Sicherheitsmax dagelassen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Außerdem mag ich keine Max. Zu laut. Wurden bei der STG nie eingesetzt. Sie sagten, Sie waren bei der Special Task Group. Was für Forschung haben Sie da gemacht? Nicht einfach nur Forschung. Mehrere Aufklärungsmissionen. Geheim. Sehr riskant. Diente unter einem jungen Captain namens Kirahi. Habe die Genophage der Kogana untersucht. Habe Wasser- und Gewebeproben von koganischen Kolonien entnommen. Ich habe mal mit einem STG-Captain namens Kirahi gearbeitet. Sein Team hat mir geholfen, Sarens Klonanlage auf Würmeyer zu zerstören. Hab schon gehört, dass er dabei war. Improvisierter Sprengstoff? Er hat ja auch mit wenig Ressourcen immer den Job erledigt. Guter Captain. Allerdings ein ziemlich harter Hund. Seine Durchhalteparolen waren großartig. Stellung halten, mir ist Job erledigen und dann ab nach Hause lieber. Ist vermutlich militärischer Stolz. Jargon. Gegen die Brust schlagen. Nicht zu ungut. Warum hat die STG die Genophage untersucht? Kroganische Rebellionen waren blutig und gefährlich. Fast so schlimm wie die Angriffe der Rachni. Alle Spezies entwickeln sich, passen sich an, mutieren. Wenn die Wirkung der Genophage nachlässt, muss man vorbereitet sein. Worauf hat sich die STG vorbereitet? Militärische Pläne für wahrscheinliches Bevölkerungswachstum der Kroganer. Politische Szenarien für verschiedene Angriffspunkte. Die Genophage reduzierte die Zahl der Kroganer. Aggressivität der Spezies nicht unter Kontrolle. Bevölkerungswachstum hätte katastrophale Folgen. Die STG hat die kroganischen Rebellionen überwacht, mussten bereit sein, dasselbe zu tun. Einfache Aufklärung, kein Grund zur Sorge. Was können Sie mir über die Genophage sagen? Biowaffe, entwickelt von salarianischem Wissenschaftsteam, vor über 1000 Jahren von Turianern gegen Kroganer freigesetzt, um kroganische Rebellionen zu beenden. Befällt jede Zelle des kroganischen Körpers, oftmals irrtümlich als Sterilitätsseuche bezeichnet. Korrigiert in Wahrheit den Prozentsatz erfolgreicher Schwangerschaften, um die hohe Geburtenrate der Kogana auszugleichen. Führt zur Stabilisierung des Bevölkerungswachstums auf vorindustriellem Niveau. War nett mit Ihnen zu reden, Morden. Muss zurück an die Arbeit. Studien betreiben. So viele Daten. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Dieses Schiff ist ein Nachbau der ursprünglichen Normandy. Aber eins ist klar, die Kollektoren schneiden dadurch wie Butter. Die Panzerung ist einfach nicht mehr Stand der Technik. Ohne Upgrade wird es Tote geben. Die Allianz hatte ein paar neue Spielzeuge in der Entwicklung, bevor ich von dort weg bin. Ich könnte versuchen, ein paar Gefallen einzulösen. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Irgendwelche Ideen, wie wir uns... Wir haben die beste Panzerung, die es gibt. Der Rest liegt außerhalb meiner Expertise, Commander. Wie läuft's, Jacob? Eine Meinungsäußerung zur Mission vielleicht? Wenn Mordens Modifikationen halten, haben wir eine Chance. Wenn nicht, sind wir tot. Aber das war ja schon immer das wahrscheinlichste Ergebnis. Noch etwas, Commander? Was halten Sie vom Zustand der Crew? Wir haben kein vollständiges Team. Ohne die richtigen Spezialisten haben wir keine Chance. Noch etwas, Commander? Was halten Sie vom Zustand der... Noch etwas, Commander? Sie haben doch einiges bewegt, nachdem Sie die Allianz verlassen hatten. Wie gesagt, dabei habe ich Miranda kennengelernt und wurde von Cerberus angeworben. Wir sind bis in den Nemianischen Schlund und zurückgeflogen. Haben die Citadel vor... Das Ganze wurde totgeschwiegen. Das können die ja sehr gut. Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten.
Klingt gut. Ich muss sagen, Sie führen ein strenges Regiment. Aber endlich werden Aufgaben tatsächlich mal erledigt. Wenn wir so weitermachen, bringen wir das Ganze vielleicht zu einem glücklichen Ende. Hoffentlich. Falls nicht, will ich die Abschlussbesprechung gar nicht miterleben. Gibt es etwas Spezielles oder schauen Sie nur so vorbei? Ich möchte meine Crew kennenlernen. Vergessen Sie die Vorschriften und erzählen Sie mir von sich. Ganz informell, was? Steht alles in meiner Akte. Früher bei der Allianz, genau wie Sie. Keine Reaper oder sowas. Aber mich haben Sie auch unter den Teppich gekehrt. Je mehr man leistet, desto weniger wollen die zugeben, dass etwas unternommen werden musste. Was hat Sie zur Cerberus gebracht? Die Allianz hat mich nach Eden Prime aufs Abstellgleis geschoben. Irgendwann kam ein Job mit Miranda, den Cerberus als Vorstellungsgespräch betrachtet hat. Und jetzt bin ich hier. Resultate um jeden Preis scheint gar nicht Ihr Ding zu sein. Stört Sie die Vergangenheit von Cerberus denn nicht? In der Allianz geht's nur um Politik. Irgendjemand muss die Bösen ausschalten. Cerberus tut das. Also bin ich dabei. Was war der stolzeste Moment Ihrer Laufbahn? Haben wir das nicht schon besprochen? Das war, nachdem Sie mich abgeschoben hatten. Eine Gruppe Batarianer wollte mit einem Virus den Rat umbringen. Miranda und ich haben das verhindert. Seltsam, dass man davon nichts gehört hat. Die eigentliche Arbeit gelangt nie an die Öffentlichkeit, das wissen Sie doch. Weil es angeblich besser ist, wenn die Leute nicht wissen, wie zerbrechlich das System ist und wie nahe ihnen die Bösen schon gekommen sind. Und darum ist es nie geschehen, wie das mit Ihnen und dem Reaper. Und deshalb bin ich hier. Sie scheinen trotz allem gut in Form zu sein. Naja, zumindest bildet die Allianz ihre Leute gut aus. Wenn man mal so gelebt hat, sitzt man danach nicht rum und wird fett. Sie wissen ja, wie das läuft. Obwohl ich wette, dass Cerberus sie besser gemacht hat, als sie je waren. Haben Sie Upgrades? Ich bin schon froh, dass Sie mich als Serienfertigung angelegt haben. Wobei ein paar Einzelteile natürlich nie schaden können. So sagt man. Und Ihr Job wird auch nicht risikoloser. Wissen Sie, ich habe mich immer gefragt, warum man um Sie so ein Aufhebens macht. Aber jetzt sind wir mittendrin. Und ich bin froh, dass nicht alle Augen auf mir ruhen. Es gibt kein Verstecken, Jacob. Für keinen von uns. Keine Sorge. Das hier ist genau das, wofür ich mich verpflichtet habe. Ist das alles, Commander? Die Pflicht ruft. Es gibt noch viel vorzubereiten.